Mist. Eine Garderobe in der Werkstatt. Ihr seht ja, ich habe hier manche Sachen, die nicht wirklich Werkstattsachen sind, die manchmal auf dem Boden liegen. Und das ist sehr schade, denn mit 3 Hunden, 2 Kindern und 3 Angestellten muss ich ständig mal irgendwo hin. Zum Beispiel mit Mara im Garten oder irgendwo anders hin, wenn ich was erledigen muss. Und deswegen habe ich diesen Rucksack hier immer in der Werkstatt. Werbung. Der Captain in Zandbergen ist ein wunderbarer Rucksack mit 11 Liter Fassungsvermögen, teilweise aus recyceltem PET und komplett vegan. Und das ist tatsächlich super, denn hier habe ich alle Sachen drin, wenn ich mal eben ein Kind von der Kita abholen muss, zum Tierarzt muss oder einfach nur in die Stadt fahre, um irgendwelche Sachen beim Asia-Supermarkt zu kaufen. Also, wenn ihr diesen Rucksack auch haben wollt, schaut einmal unten in die Infobox. Und diese Sachen wollen wir aufhängen, also lasst uns eine Garderobe bauen. Diese Garderobe, die wir bauen wollen, habt ihr bestimmt schon mal irgendwo bei Social Media gesehen. Der Trick ist, wir wollen ein Stück Holz in mehrere Streifen schneiden. Und dabei sind einige Sachen sehr, sehr wichtig. Das Wichtigste ist natürlich bei so einem Projekt die Optik vom Holz. Und deswegen habe ich einen riesen Stapel Nuss, den ich im Lager habe, schon mal durchgeguckt und 2 sehr vielversprechende Bretter geholt. Es gibt auch noch eine weitere Sache, die auch super wichtig ist. Das Holz sollte im besten Fall jetzt schon sehr, sehr gerade sein. Und das ist bei diesen beiden Brettern der Fall. Ich zeige euch das jetzt hier nochmal einmal. Wenn man da drüber peilt, sind die schnurgerade. Und das, obwohl das eine tatsächlich auch schon eine ganze Weile abgerichtet ist. Und das sind 2 Sachen, auf die ich auf jeden Fall achten würde, damit euer Projekt möglichst lange schön aussieht, aber halt auch funktionell und gerade bleibt. Was wir jetzt machen müssen, das Ganze trotzdem nochmal abrichten, aushobeln und dann geht's hier auf der Säge weiter. Dieses Stück Nuss ist einfach unglaublich schön. Und ein Grund dafür, warum es so schön ist, ist die Tatsache, dass es gestockte Nuss ist. Was bedeutet eigentlich gestockte Nuss? Im Prinzip ist das hier das Ergebnis eines Pilzbefalls. Tatsächlich ist das also, ja, irgendwie könnte man fast sagen, ein Abfallstück. Denn wir sehen, das, was sich hier als wunderschöne Linien im Holz zeigt, ist ein sehr kritischer Prozess. Wenn man den Baum zu spät fällt und der Pilz zu weit fortschreitet, dann ist das Holz tatsächlich schon stark beschädigt. Wenn wir das Brett einmal umdrehen, sehen wir und hören wir auch, dass an den Stellen, wo der Pilzbefall stärker ist, das Holz eigentlich schon anfängt, sich zu zersetzen und nicht mehr sehr stabil ist. Das heißt, die schönsten Dinge sind im Leben, wie so oft, äußerst zerbrechlich. Aber genau das macht es aus. Wir müssen jetzt überlegen, welche dieser beiden Seiten wir später als die Vorderseite nehmen. Ich denke mal, ich weiß es noch nicht, aber das macht nichts. Wir schneiden jetzt erstmal dieses komplette Brett der Länge nach in Streifen, alle gleich dick. Und damit fangen wir jetzt an. Wir sehen, dass jetzt bei diesen Stücken 2 Sachen zusammenkommen. Einmal ist hier der Kern, was nicht so schlimm ist, weil die Teile an sich sehr gerade bleiben. Aber wir sehen, dass auch der Kern hier vom Pilz schon befallen ist. Wir haben hier einen Riss, der ist nicht wirklich doll, aber ich kann ohne jeglichen Kraftaufwand dieses Stück zerbrechen. Und wir sehen auch sehr deutlich, woran das liegt. Das liegt gar nicht so doll am Riss, sondern an diesem Pilzbefall, der das Holz einfach immens schwächt. Stinkt auch ein bisschen an der Stelle, ist aber überhaupt nicht gefährlich. Also, dieses Stück nehmen wir nicht. Die wir haben, sind alle rissfrei, können also weiterverarbeitet werden. Was wir jetzt machen müssen, das erkläre ich euch. Wenn wir unsere Teile jetzt so weit aussortiert haben, also so sortiert haben, wie wir sie nutzen wollen, dann müssen wir jedes zweite oder sortieren wir jedes zweite Teil einmal aus, denn das sollen später die Haken werden. Wichtig ist, ein Haken sollte nicht am Ende oder am Anfang sein, weil das würde komisch aussehen. Da brauchen wir also ein fixiertes Stück. Wenn wir diese Teile rausgesucht haben, nehmen wir sie und gehen zur Säge und sägen sowohl oben als auch unten einen 45-Grad-Winkel dran. Den brauchen wir, damit wir das Teil später kippen können. Wir müssen dann an der Unterseite noch ein bisschen alles rundschleifen, so dass der Haken nicht direkt gegen die Wand prallt und wir ihn also problemlos ausklappen können. Jetzt hast du ja gar nicht geschliffen, du Esel. Das stimmt, denn ich habe noch mal ein bisschen nachgedacht und das hilft manchmal sehr. Wir müssen das ganze Ding später ja noch aufhängen und ich will ja nicht hier mitten durch unser schönes Maserungsbild eine Schraube in die Wand jagen, weil das sähe ja irgendwie ziemlich blöd aus.
Deswegen werden wir später diese Leiste hier nehmen. Und ich denke mal, wenn ich nicht ganz bescheuert bin, dürft ihr das Problem mit den Kanten lösen. Denn wir wollen unsere Haken später hier so rausklappen. Und wenn man etwas um einen Drehpunkt dreht, ist oft so eine spitze Kante ein Problem. Aber dazu sage ich jetzt gar nicht ganz so viel, weil ich im besten Fall so in, ich sag mal, 2 Minuten euch eine geniale Lösung präsentiere. Oder halt feststellen, dass ich immer noch schleifen muss. Was wir jetzt machen, wir zeichnen uns jetzt bei allen Teilen an, wo wir den Drehpunkt bohren. Der Drehpunkt wird dieses wunderschöne Messingrohr sein. Also anzeichnen, bohren und dann hoffen, dass meine Idee irgendwie Sinn macht. Wir haben jetzt gleich viele Löcher, die genau gleich sein müssen. Deswegen nutzen wir etwas, was ich sonst nicht nutze bei der Bohrmaschine, ein Anschlagsystem. Hier ist unser kleiner Stoppblock. Und eine Sache ist ganz wichtig, wenn wir mit solchen Systemen arbeiten, dann sollten wir jede Abweichung vermeiden. Das heißt, hier unten dürfen keine Späne liegen. Das bedeutet aber auch, wenn wir das Stück so anlegen, dann darf hier kein Klebeband mehr sein. Das heißt, das müssen wir jetzt irgendwo hinkleben, wo wir es nicht an den Anschlag legen, sodass es also unsere Bohrung nicht verfälscht. Das sieht nach wenig aus, aber es soll am Ende passen, deswegen darf da gar nichts sein. Also denkt dran, solche Sachen umzukleben. Theoretisch könnten wir jetzt alles zusammenbauen. Was wir aber zuallererst mal machen, ist, dass wir die Innenseiten einmal noch kurz schleifen. Ist ein bisschen kleinkariert, aber das macht auf jeden Fall Sinn, wenn wir später Sachen daran aufhängen. Die Ober- und die Unterseite, die können wir nachher auch noch schleifen, wenn wir alles zusammengebaut haben. Aber die Innenseiten sollten wir einmal machen. Je nachdem, wie neu euer Sägeblatt ist, ist der Schnitt gut. Aber einmal mit 240er Papier drüber gehen, das schadet nicht. Wichtig! Wir wollen diese halbwegs scharfen Kanten behalten. Also jetzt sollten wir nicht irgendwie auf die Idee kommen, hier rüber zu schleifen. Was man also machen kann, ist, wenn man sich unsicher ist, dass man mehrere Teile nebeneinander legt. So hat das Schleifgerät einfach ein bisschen mehr Auflagefläche. Wenn wir alles aufgefädelt haben, kommt unsere kleine Leiste ins Spiel. Die ist in meinem Fall genau 8 mm stark und die wollen wir hier hinten noch einmal als Aufhängung drauf machen. Was wir also machen, wir nehmen die Leiste, sägen sie einmal auf Breite, dann sägen wir sie noch auf die Länge, die wir brauchen, bohren das Ganze vor und schrauben jeweils die festen Elemente, also nicht die Haken, von hinten einmal fest. Unsere Messingstange haben wir gekürzt und runtergeschliffen. Flexen in der Werkstatt ist grundsätzlich nicht die beste Idee, aber dieses wunderbare Material funkt, wie ihr gesehen habt, ungefähr gar nicht. Insofern geht das klar. Was wir jetzt noch machen müssen, ist die Oberseite richtig schön schleifen. Glatt ist es schon relativ, deswegen steigen wir mit 240 ein, gehen aber heute hoch bis 400. Einfach mal was Besonderes machen. Ganz wichtig, dieses Messingdetail hier finde ich sehr, sehr schön. Wir hatten das in diesem Projekt auch schon, wo wir ein Bild aus einem Stück Holz gebaut haben. Und da haben wir auch einen Kontrast zwischen Nuss und Messing. Und ich finde, das sieht gerade gewachst einfach sehr, sehr schön aus. Und deswegen mache ich jetzt mehr damit, weil das einfach gut aussieht. Also, schleifen! Anfangs hatte ich gesagt, dass wir diese Teile hier hinten runden müssen. Das müssen wir aber nicht, weil wir eh diese Aufhängungsleiste haben. Und diese Länge hier, die ist das Problem. Wenn wir jetzt sozusagen das hier bündig an der Wand hätten, würde das nicht gehen, weil sich diese Ecke gegen die Wand drücken würde. Wir müssen also die Aufhängungsleiste, diese hier oben,
so hoch oder am besten minimal höher als die höchste Spitze von diesem Teil machen. So ist es so, dass wenn das Ganze später flach an der Wand montiert ist, dieses Teil sich trotzdem komplett frei bewegen kann, einfach weil die Ecke hier unten genug Spiel hat. Jetzt, wo ich das erklärt habe, können wir alles ölen und eine Sache möchte ich euch auch noch zeigen, ich weiß nicht, ob ihr das so seht, aber bei so wilder Maserung, die quer hoch und runter geht, sieht irgendwie alles schief aus, aber das liegt vor allen Dingen hier auch einfach an der Maserung. Das ist sie nun, unsere fertige Garderobe. Was ich sehr, sehr nice finde, im zusammengeklappten Zustand nimmt sie ungefähr gar keinen Platz weg. Und was ich noch viel besser finde, die Sachen, die ich regelmäßig hier in der Werkstatt brauche, nämlich mein Rucksack, wenn ich von hier aus losfahre und Maras Leine, wenn sie mal wieder pipi muss, habe ich jetzt direkt hier verstaut und das auch noch optisch sehr schön. Eine Sache ist klar, ich glaube, das wird sowas sein, was Hanna relativ schnell für sich beansprucht und es irgendwo im Haus aufhängen will. Dann baue ich halt ein zweites. Und wenn ihr das Ganze auch nachbaut, dann solltet ihr auf jeden Fall darauf achten. Ich würde hier zwischen den einzelnen Lamellen das Ganze nicht zu eng machen. Ich finde, es ist wichtiger, dass das Ganze gut und einfach zu bedienen ist, als dass die Linien wirklich zu eng sind und dann die einzelnen Haken hängen. Das macht irgendwie nicht ganz so viel Sinn, denn man soll das Ganze ja benutzen. Was ihr auch benutzen sollt, den Abo-Knopf. Denn Lukas und ich freuen uns über ein Abo. Und mit dem Hashtag Jonas. Schreibt mal unten rein, ist euch der Fehler in diesem Video aufgefallen? Es gibt einen ganz deutlichen Fehler, mal gucken, ob ihr ihn findet, also schreibt das gerne mit dem Hashtag Jonas und dann weiß ich auch, dass ihr das Video bis zu Ende geschaut habt. Ende ist jetzt auch, denn tatsächlich muss ich jetzt beides mitnehmen, weil ich mit Mara zum Tierarzt muss. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.